I'm a safe bandit girl from Meat Boys Bloody Jealous Rage. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu Super Tofu Boy. Ich habe euch ja davon erzählt, dass es das gibt. Und, ja, ich muss es euch jetzt einfach zeigen. Krell Blood. There will be blood, lots of it. So let's begin by getting used to the basic controls. You can walk left and right using your arrow keys, and you can jump using the spacebar. Press enter to continue. Also, die Einführung besagt einfach nur, es wird Blut geben, es wird viel Blut geben. Und die Steuerung ist wie folgt: Mit den Pfeiltasten kann ich nach rechts und links, und mit der Leertaste kann ich springen. Tip: Firm, extra firm, or silken. Tofu meets all your needs. Wir können hier weiter mit der Enter-Taste. Ich werde jetzt nicht alles übersetzen. Das zweite Level, weiter habe ich noch nicht gespielt. Ich wollte es nur nochmal antesten, ob das überhaupt geht, das Spiel. Und es geht irgendwie. Auf komische Art und Weise. Not bad, but simple jumps won't cut it. It's time to step up your game. Jump against the wall and then press the spacebar to wall jump. You wait to bandage girl, girl's rescue. After you pass a level, you'll be able to skip and revisit levels. As you complete levels, you'll unlock levels. Press enter to continue. Also, uns wurde eben gerade der Wandsprung erklärt. Und dieses Spiel sieht so grottig, billig, schlecht aus. Oh nein, ich bin also erstmal gestorben. Voll unabsichtlich. Ich sehe irgendwie nicht aus wie ein Tofu-Dingen. Ich sehe eher aus wie Butter. Und genauso ist die Steuerung auch. Ich bin Butterboy, nicht Tofu-Boy. Ja, man sieht auch schon, das ist, also es ist einfach nur eine Hommage, eine Anspielung an Super Meat Boy. Tipp: Vegetarians make better lovers. Das lasse ich einfach mal so im Raum stehen. Flash Mash. Wow, keine Beschreibung, dafür aber ein Scrolling-Level, so wie es aussieht. Und, man muss dazu sagen, die Musik ist ziemlich cool geworden. Wow, hier wird auf mich geschossen. Oh no, hier möchte ich rechts ran vorbei. Hier gibt es sogar eine Bandage. Nein, 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 die möchte ich noch sammeln. Oh, gibt sogar ein schönes Geräusch dafür. Wow, das war knapp da drüber. Whee! Level 3 complete. Tipp! Not only is Tofu Boy sexy, he tastes good too. Auch das lasse ich einfach mal so im Raum stehen. Das nächste Level, wow, es fängt sofort an mit Scrollen und die Wände verschwinden, werden hier abgebaut und what the fuck. Okay, wir müssen nach rechts, nach links, nach links, nach rechts, oder auch nicht, cool. Bandage noch sammeln und sofort Bandage Girl auch noch sammeln. Tip, more than 55 billion, 55 billion animals are slaughtered for food every year in the US. Ja, man merkt auch fast gar nicht, dass es hier von Tierliebhabern gemacht wurde. What the fuck ist das denn jetzt bitte? Was soll das Scrolling denn jetzt? Ja, genau, beweg dich nicht. Das Scrolling finde ich ein bisschen sehr hart. Und wundert euch nicht, dass das Bild so komisch ist. Das hier ist ein Flash-Game. Das heißt, es muss so sein. Nein, nein, nein. Ach, das da unten war eine Flamme. Okay, cool. Ja, geil, geil. Man sieht besonders hier unten auch so, was man zu tun hat. Und man sieht direkt, da unten ist was, da unten geht die Party ab. Ja, toll. Hier bin ich verkehrt, by the way. Aber das nur so am Rande erwähnt. Aber es geht auch erst los, wenn ich die Pfeiltaste drücke. Das könnten wir doch für uns nutzen, oder? Oder auch nicht. So. Also, ich mag ja, Super Meat Boy. Aber ich muss sagen, das hier ist dann doch irgendwie so ein bisschen... ja, man hat schon Besseres gesehen, ne? Es ist halt eben nur eine Hommage. Was man auch fast gar nicht merkt. Und das Fenster ist für mich verdammt klein. Ihr werdet es natürlich im Video richtig schön groß haben oder relativ hoch groß. Ich muss hier mit so einer kleinen Dimension kämpfen. Ja, wow. Ich muss schon sagen, also die Level, die fordern zumindest. Die fordern aber mal richtig. Die sind verdammt hart. Zumindest das hier eben gerade. Ey, mal. Kann doch nicht sein. Ja, natürlich. Kann doch nicht sein. Puh! Ich werde niemals Vegetarier werden. Das steht dir damit jetzt auf jeden Fall fest. Ich hoffe, die Vegetarier unter euch nehmen mir das im Grunde nicht übel. Aber was zum Teufel ist hier los, ey? Das geht ja mal gar nicht.
Man könnte auch fast sagen, auch wenn das jetzt ziemlich böse klingt, es ist auch gleichzeitig eine Hommage an die vegetarischen Entwickler. Denn ich glaube nicht, dass vegetarische Entwickler so schlecht sind im Entwickeln, aber das hier ist auf jeden Fall, schlecht halt eben. So, nach links, nach rechts. Ich möchte gerne die Bandage sammeln, ja, ohne Bandage gehe ich hier nie raus. Das ganze Ding gibt's zu downloaden, der Download-Link ist in der Beschreibung. Man kann es entweder live spielen oder man kann es runterladen, wie man lustig ist. Es ist jedem selbst überlassen, wow. Ja, natürlich, ich komme da oben nochmal dran. So, du kleines Tofu-Dinge, ne? Du kleine Butter. Für mich bist du Butterboy, nicht Tofu-Boy. Nein! Besonders, man achte mal, das fällt mir jetzt gerade erst auf, ein bisschen auf den Hintergrund. Was soll uns dieses große M da sagen? Suspekt. Ach so, das... Ja, klar, Hier sind ja diese komischen Förderbänder, die halten uns auf. Das habe ich jetzt erst gerade bemerkt. Ey. Ich komme mit Super Meat Boy klasse klar, ne? Ich komme auch mit Meat Boy dem Flash Game klar, aber das hier ist ja schon fast Vergewaltigung. Besonders, weil er mal ab und an springt er mal und ab und springt er wieder nicht, je nachdem wie er lustig ist, wie er Spaß drauf hat. Und ich habe mir eigentlich so gedacht, ja klar, dann zeigst du den Leuten das mal und machst dann direkt mal so, nimmst du einfach alles mit und machst das Ding komplett durch. Aber so wie das eben gerade läuft, würde ich sagen, ist die Nacht schon Feierabend, ey. So, die Bandage da einsammeln. Ja genau, und da springt der kleine Drecksklumpen hier nie mehr. Ich verstehe eh nicht, wie man Tofu essen kann, aber das ist wahrscheinlich, weil ich halt eben ein Fleischesser bin. Die Hannibal Cookie zum Beispiel, die ist auch Vegetarierin. Die hatten ja auch schon versucht zu erklären, was an Tofu so besonders ist. Aber so richtig kapiert habe ich das glaube ich auch nicht. Weil, oder ich habe es nicht so richtig aufgefasst, weil für mich ist es halt eben nicht. Tipp, Lolette Meat Boys Bad Breath. Bandage Bonus. Bandage Bonus Level, you have 20 seconds to collect bandages. Tip, you need 10 bandages to unlock the hidden video. Press enter to continue. Was soll denn das immer mit diesen blöden Rumgescrolle? Ich muss insgesamt 10 Bandages sammeln, Minimum. Ich weiß nicht, wie viel ich jetzt schon habe, aber das sind auf jeden Fall nicht genug. Ich will jetzt das Bandage Bonus haben. Nein, ich will es doch noch nicht haben. Das machen wir später. Klaustrophobische Church. What the fuck? Ja, natürlich. Spring da drüber. Aha. Wieder eine Bandage vergessen. Ja, na klar. So, mein kleines komisches Tofu-Schinkenteil hier. Jetzt springen wir hier vernünftig. So, die Bandage mitnehmen. Wunderbar. Da oben gar nicht mehr weiterkommen. Auch cool. Ja, das Spiel macht auf jeden Fall schon mal coole Laune. Gute Laune. Ne? Besonders dann am besten spielen, wenn man gerade so irgendwie Hamburger in der Hand hat oder so. Ah, nee. Ich lass den Blödsinn lieber. ja, springt doch! Das ist nicht wahr. Es ist nicht wahr. Ich weiß, dass meine Leertaste einwandfrei funktioniert. Spring doch da hoch. Ey! Danke. Oh, wir müssen das nur hier drüber schaffen und dann irgendwie noch ein bisschen nach rechts links händeln. Was ja auch super einfach ist. Ne, weil das ja so super gut funktioniert hier bei der Version. Wir sollten das auf jeden Fall mal fixen. Ein kleines Update dafür raushauen. So, rechts dran vorbei. Oh ja, genau. Wollten sie damit auch gleichzeitig beweisen, dass ein Flash-Spiel schwieriger sein kann als Super Meat Boy? Oder was soll das hier? Weil wenn, dann man sagt eben gerade wunderbar. Ja, das war meine Leertaste, weil es mich doch etwas aufregt, dass der Scheiß hier nicht so springt, wie er wirklich eigentlich soll. Wenn er denn überhaupt mal springt. Ja!
Komm schon, es sind hier nur 10 Level oder was das sind. Das ist ein Witz. Das ist ein Witz! Das ist ein schlechter Witz! Ich hätte mich auf jeden Fall vielleicht warm spielen sollen vorher. Wobei, mittlerweile sollte ich es ja sein. So, nochmal volle Konzentration. So, schön. Ja, genau. Diesmal werde ich sogar ausnahmsweise mal, sogar zweimal mittlerweile, hier klein gesägt. Dann war ich ein kleiner Tofu-Klumpen oder Butter oder was auch immer das sein soll. Und lach mich nicht so hämisch aus oder grinst mich nicht so hämisch an, ey. Geht mal so gar nicht. Ey, Kollisionsabfrage 0? Nicht vorhanden? Hier hochspringen? Es kann nur von irgendwelchen Vegetariern sein. Sorry an der Stelle für alle Vegetarier, die hier wirklich gerade zugucken. Aber das geht doch nicht! Was hat man sich bei der Programmierung hiervon gedacht, hm? Nix. Da kann man sich nichts bei gedacht haben. Wir bauen einfach irgendwas, um die Leute nochmal so richtig schön zu quälen. Danke. Ohne Bandage. Ist mir jetzt auch egal. Oh Gott, ich habe ein Video. Da ist ein Video drinne. Nein. Muss es zurechtschieben, das Video. What you are about to see is beyond your worst nightmares. But for animals raised on modern intensive production farms and killed in slaughterhouses, it is cold, inescapable reality. Once you see for yourself the routine cruelty involved in raising animals for food, you'll understand why millions of compassionate people have decided to leave meat off their plates for good. Chickens are probably the most. Boah, Gott. Sorry Leute, spielt es selber, guckt euch dieses Video an, das Video geht irgendwie saulange, wenn ich das hier richtig gesehen habe. Ich möchte hier lieber spielen. Tip: Red meat can lead to impotence, obesity and lots of girlfriends. Loss of girlfriends, ja. Mhm. The Bacon Factory. Was habt ihr eigentlich immer mit eurem Scrolling, hm? Ganz ehrlich, was habt ihr damit? Das ist nicht so toll. Scrolling-Level hasst man. Und Frau auch. Und jeder. Jeder hasst Scrolling-Level. Wir müssen hier von der rechten Seite da hoch. Ja, und vielleicht müsstest du auch mal richtig springen, so dass das auch ganz so funktioniert, wie es wahrscheinlich auch gedacht war. Nämlich genau so. Nein, da war eine Bandage. Da war eine Bandage. Die kann man sogar kriegen. Ja, den Schuss abwarten. Sehr schön. Aha. What the fuck, ey. Ja, wie soll man... Das kleine Rutschdingen hier, das bleibt noch nicht mal stehen vernünftig. Aha, ihr habt springen gedrückt, aber egal. Na, ich hab doch in die andere Richtung gedrückt. Jetzt habe ich mich sogar extra mal konzentriert und war etwas ruhiger dafür. Ja, genau, das war klar, dass das passiert. The Bacon Factory ist so krank, der Scheiß. Mhm. Man versucht da so ein bisschen vernünftig so an einer Stelle zu bleiben oder so, ist auch nicht möglich. So. Nein. Nein! Da muss man schneller sein, irgendwie auch das mit der Steuerung so ein bisschen handeln. Ja, nein. Ja, genau, spring einfach wieder nicht. Ist okay. Muss ja auch nicht. Wozu auch? Du dreckiges kleines Viech, du. Wozu sammle ich eigentlich noch die Bandages? Die brauche ich doch gar nicht mehr. Habt doch das Video schon gesehen. Ein anderes Video kann da nicht drin sein. Und selbst wenn, dann könnt ihr mir das schreiben, wenn ihr wollt. Muss mir aber jetzt hier kein stundenlanges Video angucken, damit ich auch Vegetarier werde. Ja, weil für mich war es das einfach. Was geschieht alles Böses mit den ganzen Lebewesen? Way, tip firm, extra firm or silken. Tofu meets all your needs. Mhm. Grease Lightning. Soll das so eine kleine Anspielung sein auf, Grease?
Ey. Wenn man zumindest erkennen könnte, in welche Richtung diese Bänder gehen, ne? Das wird schon mal ungemein helfen. Gut, das geht offensichtlicherweise in die Richtung. Das geht entgegengesetzt. Ja, das weiß ich immer. Klarweile. Kannst du irgendwie einen Doppelsprung oder so, von dem ich noch nichts weiß? Ja, das macht Freude, das macht Freude. So muss das immer laufen. Ganz viel Butter in die Kreissägen schmeißen, falls das überhaupt Kreissägen sind. Das ist, sind Buttersägen. Sind zwar auch rund und kreisförmig, aber hey, es sind Buttersägen. Nein, ich will die scheiß Bandage da nicht haben. Ey, ich möchte da einfach nur dran vorbei, danke. Ja, der Entwickler von Super Meat Boy hat auf jeden Fall den Tofu Boy hier richtig übernommen. Weil das Viech hier, das kann nämlich genauso viel wie der in Super Meat Boy nichts. Das ist einfach so. Sorry. Sorry an alle. Aber das ist so. Das Viech hier kann nichts. Guckt euch das an. Es kann nur sterben. Was anderes kann das nicht. So, da hoch. Da hoch, da dran, vielleicht irgendwas machen. Darf man vielleicht hier nur so von bestimmten Wänden abspringen oder so? Dass ich das noch nicht mitgekriegt habe. Aha. Läuft. Läuft die ganze Chose. Auf jeden Fall läuft die. So. In welche Richtung bewegt sich das denn hier? Auch in die böse Richtung. Egal, wir haben Bandage Girl. Verdammt, jetzt habe ich nicht gesehen, was da stand. Save the girl. Aha. Aha. What the fuck, ey. Ey, wie gespielt wird das ganze Spiel im Übrigen über die Tastatur. Falls ihr es das noch nicht mitgekriegt habt. Komm, man kann da genau gerade runterfallen. Dann habe ich doch schon gesehen, dass das geht. Au! Ja, natürlich. Da wird direkt unten auf einen geschossen. Geile Aktion. Kann ich dazu nur... Ja, wie ist er? Aha. Kommt man gerade mal so unten an und denkt sich so, wow, cool. Und dann wird schon wieder auf einen geschossen. Ha, verarscht. Geil. Trick 17 mit Selbstverarsche. Okay, da runter zu kommen geht jetzt eigentlich so halbwegs. Jetzt muss ich nur noch das hier hochschaffen. Dafür müsste aber das kleine Tofu-Viech hier auch mal springen und nicht einfach nur stehen bleiben. So, ausgewichen, ganz geschickt. Oh, ey. Das Level kenne ich noch aus dem Flash-Game, aber da war das nicht so schwer gestaltet, beziehungsweise war die einfach die Steuerung vernünftig. Das Viech ist ja auch so gesprungen, halbwegs wie es sollte. Nicht so wie das hier ist. Na komm. Danke. So, davon wegspringen. Aha, okay, also man kann dreimal auf der linken Seite springen und dann kann man einmal, muss man einmal nach rechts. Da muss man wahrscheinlich hin und her und das haut so mit dem hier gar nicht hin. So. Eins, zwei, so. Nein, warum springe ich denn? Ich dachte, die schießen jetzt schon und ich würde so ein bisschen schneller durchfliegen, weil ich halt eben anderes gewöhnt bin. Eins, zwei, nein, das war zu früh. Komm schon, ich will jetzt den Ausgang der Geschichte hier sehen. Danke. Oh mein Gott! Ja, natürlich! Oh, they feel in love tonight. Game over. Almost. Oh nein!
You fools, I've been pumping Meatboy full of hormones so that he, that the ugly side effect of his meatness would drive Bandage Girl away. Okay, Tofu Scramble, the final feat. Mit Scrolling, natürlich mit Scrolling, weil ohne Scrolling konnte man das hier ja nicht programmieren. Geh doch da hoch! Komm, das ist ja, das ist machbar. Auch wenn ich mich zum Teil hier gar nicht selber sehe. Jetzt nimmt er meine Pfeiltasten nicht mehr vernünftig. Ja, ist ja ganz nett, dass du hier den voll mit ganz bösen Hormonen gepackt hast. Das bedeutet aber nicht, dass du hier das Spiel dadurch versauen musstest, oder? So. Sorry, wenn ich gerade ein bisschen ruhiger bin, aber ich versuche mich hier zu konzentrieren. Besonders weiß ich nicht, ob ich hier gerade den richtigen Weg gewählt habe oder nicht. Doch, habe ich. Nein! Es sah so gut aus, der Run. Ja, das war klar, dass das nicht wird, nix wird. So. Hier hoch, darüber. Da rein, genau. Komm schon, das ist das letzte Level. Butter, Baby. Butter bei den Fische. Nochmal Butter bei den Fische hier. Yeah. So. Ach ja, genau. Ich brauche die Dinger nur anzusehen. Dann fallen die schon um. Ha, ist ja geil. Die Plattform hier, die Verschwindibus-Plattform. Einmal angesehen und schon gehen sie kaputt. Was soll uns das jetzt über vegetarisches Essen sagen? Ich weiß es noch nicht. Ach, das geht sogar so. Das ist ja noch schöner. So. Nicht, dass vegetarisches Essen schlecht wäre oder so. Na, also es gibt da Sachen, die sind sau lecker. Nur es ist halt eben, ja, es ist halt eben ein Vegetarier-Spiel. Mein Gott. Ist doch klar, dass das so ein bisschen vorausprogrammiert, dass da hier dumme Sprüche hier folgen müssen. Oder nicht? Oder sehe ich das etwa verkehrt? Ne, das sehe ich genau richtig. So. Komm. Oh, du Drecksviech, ey. Ich weiß schon, warum ich keine Butter esse. Sondern Margarine. Macht mich aggressiv. Könnte natürlich auch daran liegen, dass das Viech hier einfach nur das macht, was es will und nicht das, was ich will. Macht Tofu das, was es will und nicht das, was wir wollen? Hat Tofu ein Gewissen? All das und noch viel mehr werden wir eventuell erfahren, wenn wir dieses Level hier mal schaffen. Aber irgendwie ist jetzt der Flow da unten weg, habe ich das Gefühl. Na, jetzt ist er wieder da. Ich drehe hier gleich den Zweck auf, ey. Nee, das funktioniert so nicht. Ich muss immer auf der anderen Seite das machen. Das ist... Das hier, haut zumindest hin. Aha. Auch sehr nett. Sehr nett. Ja, einfach meine Springtaste wieder ignoriert. Also die Leertaste. Es ist unglaublich. Dieses kleine glitschige Viech hier. Ja, da war ich doch schon auf so einem Safe Spot da gewesen. Na, hier bin ich auf jeden Fall geschädigt für Super Meat Boy. Deswegen haben die das so programmiert, dass es so fast nicht schaffbar ist. Genau, man soll danach nie wieder Meat Boy spielen wollen. Weil da die Steuerung so viel großartig anders ist. Auf jeden Fall um einiges besser. So, jetzt aber bitte, bitte. Liebe Entwickler von der PETA. PETA. Setzt euch da nochmal dran und programmiert den Scheiß bitte nochmal neu. Vielleicht in einer vernünftigen Version, sodass das Spiel auch Spaß macht und nicht einfach nur so eine Qual für jeden, für jedes menschliche Wesen ist, ob Fleischfresser oder nicht. Fresser vor allem. Mhm. Ich esse das. Ich fresse das nicht. So, hier rüber. Nein! Er springt von diesen Wänden nicht vernünftig ab. Ich pack's nicht. Er springt davon einfach nicht ab.
Was haben wir dir getan, dass du dir hier nicht vernünftig von abspringen kannst? Ich weiß es nicht! Ich weiß nur, dass ich hier unten wieder fast gar nichts sehe. Einfach hier Blindsprünge mache. Genau, und er springt wieder nicht. Ist das geil. 25 Minuten voller Action, Spaß und Spannung. Not really. Alles enthalten in... Tofu Boy! Wo die Plattformen unter einem verschwinden. Obwohl man sie gar nicht berührt hat. Man hat sie nur angesehen. Hallo, Plattform. Ah, ich hab Angst. Ich verschwinde. Hab keinen Bock auf dich. Du bist mir viel zu viel Butter und viel zu wenig Tofu. Deswegen verschwinde ich direkt mal. Ja. Dann war schon wieder. So, dadurch... Schnell hier von links nach rechts springen. Das ist ja eigentlich auch nicht so problematisch. Wenn der denn dann zumindest von der... Ach, scheiß das drauf. Gehen halt jetzt so hier hoch. Nee, nee. Jetzt war ich extra ruhig. Um dich, um es nochmal hier so wunderschön hinzubekommen. Und was passiert? Genau. Und Scheiß passiert auch nochmal zum Schluss. Komm schon, ey, ich wollte hier vielleicht 10 Minuten aufnehmen, habe ich gedacht, ja. Dass es nicht so lang ist. Und jetzt sitze ich hier schon eine halbe Stunde dran. Ist ja schon fast ein eigenes Projekt. Um genau zu sein, ist es ja auch ein eigenes kleines Mini-Projekt, was ich einfach so mal dazwischen schmeiße. Um euch Meat Boy vielleicht nochmal ein bisschen schmackhafter zu machen, weil ich ja hier gerade ein bisschen nur am Abkotzen bin. Oh Gott, ich bin jetzt schon auf die Flame-Kommentare der Vegetarier gespannt. Bäh, was denn, das Spiel ist schlecht, ey. Ja, tut mir leid, das Spiel ist nun mal schlecht. Kannst ja erzählen, was du willst, ey. Guck dir das an. Der springt nicht. Für Leute, die Vegetarier sind und hier so eine Videoantwort posten wollen, bitte, bitte immer raus damit. Nehmen wir an. Nehme ich an. Lass ich zu. Ist kein Problem. Eine Videoantwort von diesem Spiel, wie ihr das spielt. Bitte kommentiert nach Möglichkeit. Und dann möchte ich euch hier sehen. Ob ihr das so viel besser findet als Super Meat Boy. Das möchte ich sehen. Was war das denn jetzt? Das ist mir jetzt zum ersten Mal erst passiert. Dass ich da bei dem zweiten krepiere. Och komm. Ich meine, den Anfang, den habe ich jetzt ja mittlerweile verstanden, ne? Hatte ich auch schon vorher verstanden, aber mittlerweile hat er sich halt eben eingeprägt. Oh, hier muss man nämlich abbremsen, im Flug natürlich. Wo auch sonst. So, dieser Sprung dort. Der bereitet mir noch Kopfzerbrechen. Genau, die Plattformen verschwinden einfach. Nö, ich hab keinen Bock mehr hier zu sein. Ich bin biologisch abgebaut worden oder so. Keine Ahnung. Ich würde jetzt gerne das Finale sehen. Oder gibt's hier nachher noch ein Level? Ich hoffe nicht. Das halte ich nicht aus. Das halten meine Nerven nicht aus. Wow, ich wurde mal wieder von der Kreissäge erwischt. Ist ja unbelievable. Warum Scrolling? Warum Scrolling? Echt mal. Warum Scrolling? Hm? Warum? Warum? Kann mir das mal einer erklären? So. Ja, natürlich! Da oben kann man sich nicht zwischenstellen. Butterboy macht's möglich. So. Und so. Sehr schön. Knapp ausgewichen dieser Kugel oder was auch immer das sein soll. Ich glaube, der schießt mit Meat auf uns. Ist nicht wahr. Ist nicht wahr. Es ist echt nicht wahr. Ja. Wenn man dann so ein bisschen zu spät ankommt, dann hat man gar keine Zeit erst zu reagieren. Beziehungsweise, weil man landet dann hier in der Kugel drin und kommt dann nicht mehr daran vorbei. So, jetzt aber hier. Er springt auch nicht so wirklich an die linke Wand, so wie er soll. Nehmen wir halt eben die rechte, jetzt die linke Wand.
Was? 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 Ey, ich berühre die Pfeiltaste nur für eine hundertste Sekunde und der steht auf der anderen Seite des Bildschirms. What the fuck? Ja, genau. Ich hab mich unter die Kante geglitscht. Unterkante, Oberkante, ey. Bis dahin steht mir das Spiel gerade. Ungelogen. Kann doch nicht sein hier, ey. Es ist so ein Pipi-Spiel. So ein Pipi. Ich muss sagen, für mich persönlich hat die Peter, der hat sich hier damit mal so selbst ins Knie geschossen, für mich persönlich. Falls er damit erreichen wollte, dass ich Vegetarier werde, fehlgeschlagen. Das Tofu hier, das macht nur aggressiv und endlich habe ich es geschafft. A winner is you and they lived healthily ever after. No, go vegan already. Sieht aus wie ein Link. Ja, ist es auch. Klicke ich aber nicht drauf. Okay, Leute, das war Super Tofu Boy. Eine Sache wollen wir nur noch ganz kurz machen. Den Bandage-Bonus, der jetzt nicht mehr für uns freigeschalten ist, weil wir den schon gemacht haben. Also habe ich schon dazwischen 10 Bandages gesammelt gehabt. Gut, ich bin Hello986, das war Super Tofu Boy. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich freue mich auf eure Kommentare. Bis dann.